Medigel sage ich, Universalgel natürlich. Medigel wäre eigentlich ganz cool gewesen. Da hätte ich noch was von. Ich glaube stattdessen nehme ich ab jetzt alles mit und verkaufe das. Einfach aus dem Grunde, wenn wir dann später nämlich den Charakter in Teil 2 importieren, übernehmen wir, wenn ich mich richtig erinnere, das komplette Geld. Dann haben wir da gleich ordentlich Kasse und können da ein paar Upgrades kaufen. Oh. Alec Fu. Oh, juckt. Das ist mal. Das ist eins, also im Mass Effect eins der wenig hübschen Sachen, die man so sieht, finde ich. Landschaftlich sehr cool gemacht. So das Gebäude natürlich, ne, auf dem Berg und so. Sieht schon nett aus. Oh shit. Na, ja, das war scheiße. Im zweiten Teil gibt es den Wagen nicht mehr. Keine Quälerei mehr mit dem Rumgefahre hier. Stattdessen gibt es dann, ich glaube, das war als DLC. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe viele DLCs sehr früh schon gekauft. Ich glaube, das war ein DLC, Feuergänger heißt das, glaube ich. Und da fährt man dann diesen Hovercraft oder wie auch immer man das Ding betiteln möchte. Ist ein bisschen lustiger, aber ab Teil 3 gibt es dann solche Spielereien nicht mehr. Ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht. Ich brauche keine Fahrzeuge. Da war er kaputt. Und der auch. Komm noch mal näher hier. Ja, toll. Sind da auf mich, außer der da? Ist doch keiner mehr. Ob du blöder Kuganer, hau ab, hab ich gesagt. Ja, die Kuganer haben es ein bisschen übertrieben gemacht hier im ersten Teil. Wenn die einen einmal im Nahkampf erwischen, ist man eigentlich so gut wie tot. Da gilt immer wegrennen und möglichst irgendwo hinter ein Objekt stellen, damit er zumindest einmal rumlaufen muss. Irgendwo muss noch einer leben, sonst würden die aufstehen. Ach, da hinten glaube ich. Jo. Noch ein Kroganer. So muss das. Hallo.
Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Okay. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Das sehe ich ja fast genauso. Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Fahrschulfahren. Komm schon raus da. Komm. Tiere, Wind, dieser Ort ist übel mitgenommen. Was für Dinge? Xenobiologie ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Medigel. Sehr schön. Was? Folgt mir. Wir fahren wieder Fahrstuhl. Göttchen, es ist so warm. Und das soll morgen auch nochmal warm werden. Ich hoffe, danach wird es etwas kühler. Zumindest wurde es angesagt. Ich bin absolut kein Mensch, der schönes Wetter nicht zu würdigen weiß. Aber ab einer gewissen... Ein Hilfsstromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein. Der Schaden ist nicht allzu groß. Könnte repariert werden. Ab einer gewissen Temperatur ist bei mir halt echt so... Was? Wo? Was? Ach so, ich muss ja erst, ja. Mein Fehler. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Ja, mach mal. Wollte ich gerade schon. Bin nur zu schnell da gewesen.
Ups, das war der falsche. Ah, fahren wir ein paar Mal hoch und runter, das macht Spaß. Na, ich klicke da drauf und er akzeptiert das nicht. Ich bin ihm zu schnell, glaube ich. Jetzt muss ich gerade... Nein, das war falsch. Da muss das hin. Dahin, das, dahin. Muss ich das jetzt alles in die Mitte bauen oder auf 3? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Werde ich ja gleich merken. Ich mache sowieso gerade voll den Blödsinn irgendwie. Ich glaube, ich muss auf 3 und ich baue jetzt gerade alles auf 2 und das ist voll der Bullshit. Nein, doch nicht. Na dann. Ich habe nichts gesagt. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Ja, ich könnte Hilfe dabei gebrauchen. Wer bist du? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard, ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Ja, wir sind natürlich... Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ja, Achtung, das hast du uns gerade alles schon erzählt. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Ja. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Wie oft willst du das noch quatschen, Alter? Halt die Klappe, ich will erzählen. So. Was wollte ich dir jetzt gerade sagen? Ach, genau. Wir sind nicht nur Soldat, Commander eines Schiffes und zukünftiger intergalaktischer Held. Nein, wir sind auch noch der verdammte Handwerker. Wieso? Meine Güte. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ja, das war gerade so ein Bug, wenn man an der Wand steht, dann, Passagierzüge sind außer Betrieb. Obwohl ich mich ein... Ah, nein.